Hey Leute, willkommen zu einer weiteren Folge 7 Days to Die mit der Alpha 21 Experimental. Ja, wir sind nach unserer Quest hier wieder zu Hause angekommen. Ich habe schon mal ein bisschen Wasser wieder zum Kochen gebracht. Fähigkeitspunkte. Ich habe einen Punkt. Was wollte ich denn machen? Glückliche Sammler habe ich 3. Da brauche ich jetzt hier Level 5. Also noch mindestens 3 Punkte, um hier überhaupt eine Stufe höher zu kommen. Okay. Ich mache das mal. In der Hoffnung, dass das dann hilft. Und was ich auch auf jeden Fall noch machen wollte, war Klebeband und Leder. Mal gucken, ob ich genug habe. Mal sehen, ob der in den Mantel auch reinpasst. Dann habe ich auch noch mal einen Slot mehr. Das sind dann so kleine Gimmicks. Tada! Habt ihr schon einen Slot mehr und ich bin einmal weniger überladen. Das Ganze geht aber nur für die Klamotten. Das heißt, hier müsste ich auch noch einen reinbauen können. So. Perfekt, weil sonst kann man mit den Klamotten ja relativ wenig anfangen in dem Sinne, aber... So hat die Hose, T-Shirt und der Mantel tatsächlich auch noch ein bisschen was gebracht. Gut, dann würde ich vorschlagen, gehen wir rüber. Das packen wir vorher noch raus. So, damit wir hier nicht ewig und 3 Tage warten, fahren wir tatsächlich wieder mit dem Fahrrad. Das muss ich auch noch mal... Oh, und hier. Ich habe ein Haustier. Das Huhn verfolgt mich. Ich möchte immer noch ein Motorrad haben. Mir ist das Fahrrad zu langsam. Gott, was traue ich der Zeit hinterher, als man... endlich mit dem Fahrrad fahren konnte. So, jetzt stehe ich hier und kann hier immer noch nichts machen. Guck mal, dann kann ich auch mit dem Fahrrad hier noch durch die Gegend fahren. Noch ein Huhn. Hier ist ja ein Nest. Immer noch zu. Warte mal, da drüben war doch so ein kleines Mini-Lager. Waren wir da nicht schon mal? Oder noch nicht? Gucken wir mal. Sagen wir mal hallo. Och, ich bin nur einer da. Kurz und schmerzlos. Zu holen gibt es hier auch nichts. Ein Zombie haben wir hier noch. Ja. War jetzt nicht so viel zu holen. So, jetzt mach auf hier. Ich will Geschäfte machen. Ich vermisse so ein bisschen das Open-Schild. Bei manchen Tradern gibt's das. Hier leider nicht. Na. Wird aber auch Zeit. Da bin ich wieder. Was nehmen wir denn? Zeitschriften, Helmlicht, Eisenspeer hätte natürlich auch was. Ich nehme lieber Zeitschriften. Welche Aufgaben hast du denn jetzt? Oh, hier, Befallene nochmal.
Wahrscheinlich ist das wieder in der Hütte. Jetzt habe ich gar nicht darauf geachtet. Komm, wir nehmen das nochmal. Ein paar Tacken habe ich wohl gemacht. Jetzt gucken wir mal, nicht, dass ich irgendwas doppelt habe. Fahrzeugfertigung. Erntewerkzeug. Und Knüppeln. Baseballschläger. Qualität 4. Das ist doch schon mal ordentlich. Knüppel 5 habe ich jetzt. Na, jetzt hat er es endlich bis zu mir geschafft. Schnell warst du ja nicht hier. Der sieht aber schon ein bisschen ramponiert aus. War das vorher auch so? Oder kam das jetzt durch den Regen, der Effekt? Wo ist es denn, das Gebiet? Nee, ist tatsächlich eine andere. Ein anderes Häuschen. Na gut. Schaffen wir auch. Sah aber eher nach einem kleinen Häuschen aus. Also sollten wir da auch schnell durch sein. Hier habe ich doch tatsächlich mal mein Stuff hinterlegt. Nicht nachgelootet? Leider nein. Na gut. Ups. So und dann so. Und dann hier. Und dann da. So. Guck an. So ein Gebäude. Kann man hier irgendwas von verwerten? Hier gibt es noch mal ein bisschen Stuff. Auch noch was. Jetzt weiß ich gar nicht, gehört das mit dazu oder nicht? Gucken wir einfach mal. Hallo? Bin man zu Hause? Nö. Naja, kann man ja mal mitnehmen. Ansonsten relativ überschaubar. Was ist das hier? Pflastersteine? Nee, Lehm. Naja. Da wird der geheime Stuff sein, wenn da welches ist. Oder da ist keiner. Normal kann da durchaus mal was liegen. Gucken wir mal, wenn ich das nachher resettet habe. Nochmal Zement nehme ich natürlich auch mit. Das wird dann wohl der Ausgang sein. So, was sagt der Briefkasten? Unberührt. Was sagt die Tür? Verschlossen. Also muss ich tatsächlich von oben rein. So, wie es hier schön vorgegeben ist. So, erstmal langsam anfüttern. Dann mal gucken, wie es weitergeht. Hallo. Na, Honig wäre mir lieber gewesen oder Antibiotika. Hallo. Der pennt ja. Wir wollen ja ungestört looten. Cool. Ein Buch, was ich noch nicht hatte. Und noch ein Büchlein. Hallo. Bisher ja noch alles. Habe ich meine Dietriche mit? Nein, habe ich nicht.
Naja. War jetzt nicht ganz so verkehrt. Hat sich doch schon mal gelohnt. So, hier war ich überall. Ab nach unten. Das ist cool. Verbandskästen kann man immer gebrauchen. Und Bücher mit Essen auch. Ah ja, Türen gehen ja jetzt nicht mehr so einfach kaputt. Guck mal, hier ist schon der Ausgang. Kann schon nichts mehr passieren. Gar nicht so schlimm gewesen. Was zu futtern gibt es auch noch. Ist nichts drin. Okay, dann gehen wir erstmal hier rein. Boah. Was zu futtern. Okay, das hat sich mal ordentlich gelohnt. Und ein Kochtopf Gold. Und jetzt gehen wir in die Höhle der Löwen. Ab nach unten, wo die Party stattfindet. Hallo. Jawoll. Ich bin ja gespannt, was wir näher für Zombies da erwarten. Ui, ui. Wenn ich hier wieder so Befallene habe, das heißt ja dann meistens nichts Gutes. Cool, meinen Fall habe ich auch wieder bekommen. Ha, hier ist der geile Stuff. Und kein Zombie? Doch, dahinter. Hä? Die werden ja wohl Zombies sein. Nix, gar nix. Okay. Das war ja nicht so viel. Bücher! Meins? Ich hab zu viel. Juhu! Penne-Eintopf. Kann hier nochmal was essen. Das kann ich noch nehmen und das kann ich auch benutzen. Und das scrappen wir. Das sind Luxusprobleme, Leute, wenn man keinen Platz mehr hat. Naja. Auch noch mit und schon wieder kein Platz. Oh, hier eine Fünfer. Selbstgebautes Maschinengewehr, perfekt. Und schon kommen wir wieder in die Situation mit dem Platz. Das war's. Dann nehmen wir mal die Quest an und ich bin gespannt, was auf mich zukommt. Mein Fahrrad müsste auf der anderen Seite sein. Da hinten. Das ist kürzer, wenn ich hier rumgehe. Dann kann ich mich erstmal meinen Krams in mein Fahrrad laden. Dann packen wir mal ein paar Sachen, obwohl das kann ich stacken. So viel zum Stecken gibt es hier gar nicht. Das und das. Ich hoffe, ich habe nicht wieder einen Polizisten oder so ein anderes komisches, infiziertes irgendwas. Aber ich werde es ja gleich sehen. Erstmal ist schon mal hier nichts. Aber das hat ja alles nichts zu heißen.
ein zu weit. Nanu? Vorhin passt sich da gut durch. Kein Versteck da. Na gut. Kann ja nicht immer eins sein. Eigentlich bräuchte ich nur die Tür aufkloppen. Kann man das? Guck mal. Komme ich direkt an den coolen Stuff. Gehen wir mal den unkonventionellen Weg heute. Holztür hält einen ja jetzt auch nicht so unbedingt auf. Na, duzi, duzi. Kein Mensch da. Cool. Hey, ich habe eine Schrotflinte. Wach geworden ist offensichtlich auch keiner. Und ich bin schon wieder überladen. Aber da gucken wir gleich mal. Das Sammelwerkzeuge, das kann auf jeden Fall mit weg. Dann und hier haben wir vielleicht noch was zu essen, was man stacken kann. Naja, guck. Das ist jetzt auch mal wirklich sehr, also ein großes Luxusproblem. Ich habe jetzt zu viel Essen mit und zu viel Essen gefunden. Das ist auch eher untypisch. Aber gut. Kommen wir auch mit klar. Das schon mal dazu. Ich glaube, allzu viel Krams kann ich jetzt gar nicht stacken. Was ich aber machen kann, ist ein bisschen hier in die Tonne zu packen, was ich jetzt so wirklich partout erstmal gar nicht brauche. Vielleicht kriege ich ja noch ein bisschen Hunger. Guck mal. Oh, sogar gleich ein Feral, oder? Oh, mehrere Ferals. Ah, Feral. Die Tür ist gleich hinüber, weil der eh nicht viel durchhält. Nein, ich habe keine Ausdauer mehr. Au. Okay, das war ja jetzt easy. Ich repariere vorher lieber noch mal ein paar Sachen. Boah, Leute, mir geht hier schon gerade voll die Pumpe. Na? Hallo. Ja, noch ist ja nicht so schwer. Immer noch nicht kaputt. Geh doch mal kaputt hier. Du bist doch schon am Brennen. Gott, der hält aber einiges aus. Hier haben wir diesmal nichts. Den klopfen wir mal oben an. Hallihallo. Da begrüßt uns schon der Erste. Irgendwo ist hier ein Kriecher. Oh, doch nicht. Holzfäller. Ja. Aua. Oh. Och Gott. Dass das so bequem ist.
Dann machen wir uns mal an die Arbeit. Den Notausgang haben wir schon mal. Futter, Futter, Futter. Ja, ja, ich bin überlastet, weiß ich wohl. Wann bin ich das mal nicht? Hier gibt es nicht mehr so viel. Hier gibt es noch was. Na ja. Ach Gott. Das werden wir mal. Und das war's dann auch schon hier oben. Okay, von da komme ich. Da hinten habe ich. Juhu! Und das können wir scrappen. Fast zu ruhig, um wahr zu sein. Guck, die Tür hat er mit automatisch aufgemacht. Wo kommen wir denn als erstes hin? Hallo. Ah. Ach ja. Ich erinnere mich dunkel. Hier wäre ich ja reingekommen. So, nichts zu holen. Gehen wir mal die nächste. Auch nichts. Guten Tag. Noch einer drin? Au! Mann, oh Mann, die haben aber auch einen Schlag drauf hier. Ja, hier ist ja auch der Tresor, ne? Also hier muss man halt... War hier nicht ein Tresor? Irgendwo war doch noch der Tresor. Ah, der ist bestimmt im anderen Raum. Boah, wie cool! Wohin damit? Muss der Stuhl weichen, ist dann halt so. Und der letzte Raum. Hallo. Na? Wah! Wah! Aua! 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 Nee, nee, nee. Nicht mit mir hier. Nein, nein, nein. Jetzt bin ich auch fertig. So, dann nehmen wir mal... Oh, die haben ja ordentlich einen verpasst hier. Halleluja. Habe ich mir das Beste zum Schluss aufbewahrt hier. Rück raus, den Tresor. Meins. Ja, das ist, kommt jetzt nicht ganz so ungelegen. Gucken wir mal, wo wir den noch reinquetschen können. Da habe ich schon einen. Keinen. Da habe ich auch schon einen. Packen wir mal dahin. Bin ich nicht mehr ganz überladen. Und dann haben wir es auch. Ich würde mich freuen, wenn ihr ein Like da lasst, wenn euch das Video gefallen hat. Ja, und wenn ihr meinen Kanal abonniert, um einfach immer auf dem neuesten Stand zu sein, wenn ich wieder ein neues Video hochlade. Also dann, eure Bora.